Willkommen zum ersten Update meiner Videoreihe über meine K-System-Modulanlage. Heute geht es um Modul 1, dem Asphaltwerk. Beginnen wir mit dem Aufbau eines Moduls. Es ist 50 cm breit und 70 cm lang. Und oben hat es eine Vertiefung von genau 2 cm, dass dort eine Styrodurplatte hineingelegt werden kann, später auch festgeklebt werden kann, wo das Magnetband reingedrückt wird. Hier sieht man die ersten Aufzeichnungen, wie das Magnetband verlegt werden soll. Unten links ist die Einfahrt und die Ausfahrt. Und es gibt dann zwei Spuren. Einmal können die Autos unter dem Asphaltwerk herfahren, stehen bleiben und beladen werden. Und einmal können sie dran vorbeifahren. Das sind die zukünftigen Wiegestationen. Normalerweise gibt es eine davon. Ich habe mich entschieden, zwei zu benutzen, da das vom Platz her besser passt und von der Steuerung. Sonst müssten die Autos gegenseitig aufeinander warten. Hier ein paar Bilder von dem Aufbau vom Asphaltwerk, was auch schon vorbeschmutzt war. Hier habe ich die Decke schwarz angemalt, um LEDs anbringen zu können, dass sie nicht durchleuchten durch das Plastik. Dann nochmal ein Bild im Dunkeln, wie alles schön leuchtet. Dann habe ich Platz gemacht und Löcher ausgeschnitten für die Servos. Die viereckigen Löcher sind für liegende Servos. Diese sollen die Fahrzeuge vorübergehend ausschalten können, einfach um Strom zu sparen, falls man sie nicht braucht. Und hinten der kleinere Ausschnitt ist für ein Abzweigservo. Die Höhe vom Styrodur habe ich so gewählt, dass der Servo perfekt reinpasst, wenn man dann noch zwei Lagen Magnetband auf den Servo drauflegt, dass das dann genau die Höhe von dem Styrodur hat. Als nächstes habe ich dann das Magnetband verlegt und zusätzlich auch noch Riedkontakte. Die brauche ich zum Beispiel für die Wiegestation, dass dort die Fahrzeuge für eine gewisse Zeit anhalten. Hier sieht man auch schön, dass ich um den Riedkontakt wie ein V aus dem Magnetband gelegt habe. Das soll einfach dazu dienen, dass wenn die Fahrzeuge doch mal vom Weg abweichen, dass sie wieder eingefangen werden. Das Magnetband habe ich mit Holzleim verklebt. Hier sieht man schön das Ausschaltservo, wie es angebracht ist, und auf dem Ruderhorn ist ein Neodym-Magnet befestigt, den man jetzt hier nicht sieht. Dieser fährt dann hoch und schaltet den Riedkontakt im Fahrzeug aus. Und hier ein erster Fahrtest. Dann geht es jetzt weiter mit der Ausgestaltung. Das ganze Gelände soll umzäunt sein. Dafür habe ich altes Fliegengitter benutzt, ein paar Holzstäbchen auf die passende Länge gebracht und das Ganze dann zusammengeklebt. Hier kommt jetzt das Anmalen der Plastikplatte. Diese wird über die Styrodurplatte drüber gelegt und ist 1 mm stark. Hier habe ich jetzt schwarze Spuren gezogen und noch Kacheln eingezeichnet mit einem Bleistift und einem langen Lineal. Dann geht es weiter mit der Begrünung. Zunächst habe ich den Untergrund grün angemalt, ungleichmäßig, auch noch ein paar Punkte braun angemalt. Und dann kann man ganz normal weiter begrünen. Hier sieht man eine Infrarot-LED. Dies ist nützlich, um zum Beispiel die Fahrzeuge bei der Wiegestation anzuhalten. Oder auch wenn sie unter dem Asphaltwerk durchfahren und beladen werden. Hier habe ich mir aus ein paar Resten noch ein kleines Anmeldehäuschen zusammengebaut. Hier sieht man eine Platine von mir, ich nenne sie mal Verkehrssteuerung. Dort können 3 Riedkontakte angeschlossen werden und 3 Infrarot-LEDs. Jeder Riedkontakt ist einer LED zugeordnet und es gibt 3 Potis, wo Zeiten eingestellt werden können. Das heißt, sobald ein Auto über den Riedkontakt fährt, merkt es die Elektronik und schaltet die LED für die
angegebene Zeit an, danach wird sie wieder ausgeschaltet. Dann habe ich 2 mm starken Kork angeklebt und darauf geschottert. Die Lok dreht auch schon mal ihre erste Testrunde. Dieses Bild mal von unten aufgenommen. Dort sieht man zwei Verkehrsstörungen. Die eine ist noch ja für die Vorfahrtsregelung auf dem Gelände zuständig. Links sieht man die Kabel für die Schienen. Dort sind auch zwei Schaltkontakte eingebaut, damit das Ganze per Computer gesteuert werden kann. Und ganz oben hat man einen Stecker, um die Verbindung zum nächsten Modul herzustellen. Abschließend kommt jetzt noch ein letztes Video mit einer Fahrt über das fertige Modul. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst eine Bewertung da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.